sie gar nicht gesehen. Da hinten ganz versteckt hinter meiner Frau. Ah, ja, ja. Die sehen wir gar nicht. Ja. Die haben uns in die Ecke verbannt und die. Ja, und gar nichts mehr erkennen. Ja, dann könntest du mal. Kann ich Schnellschießer? Schnellschießer. Da macht man so, zack. Und die Hose runter. Das ist ein Schnellschießer. Die beste Stelle, oder? Ja. Stell dich hin. Nun bleib mal da stehen. Es sollte gerade so sein. Ach so, ein Foto. Moment, Moment, ein Foto. Dahin. Ja, hast du uns alle drauf? Ja. Ja. Einmal Cheese. Ja. Cheese. Wir standen Kinder in der Fußgängerzone damit man mit Kochmütze auf sehen, und wenn die alle dauernd sagen, noch einmal. Und sind fotografiert worden. Schau mal. Ich bin das irgendwie ein bisschen anders gewohnt, sein. Weil ich gucke immer durch. Ja. Also ich mache es meistens auch, weil das exakt ist. Es ist keine Umstelle, kein Problem. Warte, ja, ich bin froh, dass ich den Auslöser gefunden habe. Das ist aber schön. Ja, stopp. Wunderbar. Sind mal ja. Zunächst alle drauf. Wenn sie doofes Gesicht machen, ist ihr schuld. Ja, genau. Ja. Also zu Details angucken. Ah, jetzt muss ich auf einem Herrn so rufen. Darf ich mit der Huste? Ja, Moment mal. Ich habe richtig angefangen, die gehen dann nur drei Töne, dann gehen sie nur. Was ist dumm. Ja, dann also dreht mache ich das hier. Ja. Ja. Und das war echt das so anfällig, weil dann muss ich ständig Gläser probieren und ich sehe hier auf seiner Schalmei. Und wenn du irgendwie was annimmst, dann lassen die dann 2 Euro nicht ins Auto. Das ist mir zum Glück nicht passiert. Okay. Ja, aber irgendwann war es dann so, die ganze Theke stand voll. Ja, und jetzt die Twitch drauf. Und ich war immer noch an der ersten Spülmaschine mit Abhauen und Polierung. Okay. Ich stand auch mit Flaschen rum und alles. Und dann test du mal. Ah, deshalb. Okay. Weil irgendwie anders war, von der Küche. Und die Küche ist die ganze Zeit rum und die ganze Zeit langsam verbraucht die Spülmaschine und wegfallen und nicht. Und vor allem mit der Aussicht auf ein trübes Wochenende, wahrscheinlich viele noch genutzt, zu sagen, okay, dann gehen wir nochmal raus. Ja, gut, wie war das? Also. Ja, trotzdem, wenn es. Ja, das ist ja auch relativ cool im Vergleich zu gestern Abend. Ja. Auch wenn ich sag mal, wenn man nicht zu alt ist. 9:30 Uhr macht die zu. Und 9 Uhr kamen noch die Leute. Und die waren so, die waren. Die haben sich in die ganze Zeit beschwert und so. Weil ich das mitbekommen habe. Weil der eine hat die gekannt und die hat gefragt, was er gewollt. Und dann hat er das halt gekriegt. Ja, und wir wollten auch noch das. Ja. Und die ganze Zeit irgendwie so. So nervige Gäste. Ja. Ja. Ja.
Kein Problem. Oberst Revier. Was ist denn da? Ich weiß doch. Wollt ihr nichts essen? Wir haben Frühstück dann. Ja, das gibt dann noch. Die Suppe muss ich noch versuchen. Und das da? Ja, das ist genau das, was ihr ja nicht schmeckt. Gerade so mit Schäferhälse. Und du willst nichts essen? Im Moment noch nicht. Ich habe die Uhr gestellt. Gut. Wolltest du noch? Ja. Also, liebe Gäste, ihr habt ja jetzt alle gegessen. Ja. Und so wie man das Buffet sieht, hat es euch geschmeckt. Sonst wäre ein bisschen mehr übrig geblieben bei uns halt wieder. Also ihr müsst jetzt ganz ruhig sein. Und Marianne ruft den Petrus da, dass er das Reche wieder abstellt. Das prasselt so sehr. Weil da ist hier. Nochmal herzlichen Dank. Dass ihr Sportläufer zusammen mit deiner Verwandtschaft hier heute ein 66. feiern dürfen. 66 ist ja gut, das fängt das Leben an. Super Alter. Wenn man an Fried kommt, wenn du nirgends denkst. Das Motorrad fehlt mir alles. Ich hoffe, dass es geht. Firma auch mein Job. Ich betreue eine Firma 12.000 Endgeräte. Software verteilen. Moment, wir kommen schon ein bisschen weiter. Die Film ist da, ne? Ich höre nix. Oh! Ist jetzt rum, es schiebt ans Ohr. Also ich verschätze, der Jürgen tut ja, wie du sagst, außer Motorrad, er fühlt ja fast alles dicht genommen. Aber nur fast. Denn von wegen, jetzt, wo der Stress vorbei ist, sind wir ja gleich anfänglich. Ja. Gestern, vorgestern war, habe ich dich ganz anders gesehen. Ganz gestresst. Du hast einen Schlüssel gesucht, ganz verzweifelt. Das sag ich nicht wohl. Du brauchst aber als 66-Jähriger nicht ganz zu solchen. Denn der Leo von der Gerbergasse, Gott hat ihn selig, hilft dir dabei mit seinem Schlüsselerlebnis. Jetzt ist ein kleines Problem, wir haben nicht alle Pelzer da und ich habe kein Geld gehabt beim Übersetzer. Aber ich hoffe, dass es einigermaßen es ist ein großer Unterschied, ob man den Schlüssel verloren hat oder ob er die hat sich halt so richtig im Moment nicht gemacht, zu finden. Ja, immer mal wieder so ja. Im ersten Fall ist er fast. Im zweiten ist er bloß nicht mit hoch. Dann, gerade, Rewe hat man noch in der Hand gehabt. Und eigentlich meint man misst bloß wie lange und man hätte man wieder. Aber Pfeife Dinge, es ist wie verhetzt. Schließlich weiß man doch ganz genau, dass man nicht verloren hat. Irgendwo hat er sich verschluckt oder man hat ihn verlegt. Wie man das ganz bestimmte Stadium von Nimi Do 2 bezeichnen kann. In dem Zustand habe ich letztens meinen lieben Nachbar getroffen. Der Autoschlüssel war weg. Natürlich, nicht verloren. Wo denkst du dann an? Nee, ich bin ihn bloß nicht. Und tatsächlich hat er nach stundenlangem Suchen, bei mir war es nicht so lang, wieder entdeckt. In einem Jobbe, den er bloß ganz selber anziehen darf. Aber im Bussier-Diechel-Dessel. Glaubt das? So ist es halt, wenn man älter wird.
denkt man dann ein bisschen großspurig in Richtung vom Nachbar und ist überhaupt nicht bereit, das Erlebnis, das vermisste Schlüssel, als Schlüsselerlebnis für sich selber zu teilen. Aber das rächt sich meistens. Und ach, in dem Fall hat mich das Schicksal, also mich, bald getroffen. Wir sind nämlich auf meinem Fahrer in einer Ausstellung. Nach dem Kunstgenuss haben wir uns an der Garderobe, unser Garderobe geholt. Dann sind wir in die Tiefgarage gegenüber zum Heimfahrer. Aber da war auf einmal der Autoschlüssel weg. Nee, natürlich nicht verloren, sondern bloß nimm ich da momentan. Also, erst werden alle einmal um sämtliche Tasche und Mantel und sämtliche Getücher um und umgewendet, nichts. Wie man aber im Hosenumschlag nachgucken, findet man auch nichts. Da war aber schon einmal das Briefkastenschlüssel schon eingefallen. Wird als nächstes die Frau durcheinander gemacht, die Liebe. Nicht bloß die Manteltasche werden umgestillt, sondern auch das Handtäschel. Allah, ich werde mich hier öffentlich dazu lächeln, was da alles zum Vorschein kommt. Der Autoschlüssel war jedenfalls nicht dabei. Jetzt, was machen wir? Man muss telefonieren, dass uns jemand abholt. Allah, hopp. Gehen wir also wieder retour in die Ausstellung, und zwar an die Garderobe, weil dort ein Telefon steht. Aber nicht bloß das findet man dort, sondern ach, der Autoschlüssel, er liegt noch so auf der Theke, wie man mich gelöst haben. Und zwar persönlich, ohne die Frau, die Arme. Schon von weitem lacht er empförmlich auf. Wie, wenn er sagen wollte, Schischke, Alter, jetzt hast du auch dein gedoppelter Schlüssel erlebt. Bin jetzt dieser differierten Erkenntnis. Nicht alles, was fort ist, ist verloren. Und es ist ein großer Unterschied, ob man etwas verloren hat oder ob man es bloß nicht mehr findet. Und es gibt überhaupt keinen Unterschied zwischen deinem lieben Nachbar und dir selber. Ab einem gewissen Alter, schon ab 60, 66 fängt es an, passiert es halt öfters, dass man etwas nicht mehr findet. Der Mensch wird ja schließlich jünger, aber reicher an Schlüsselerlebnissen. Also Heinz bleibt weiterhin im Sinne vom Udo Slagers aktiv und optimistisch durch, was du wahrscheinlich wieder, wenn du es wieder mal versuchst, nicht verloren, nur im Moment ist eine Mitte.